Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und Dragon Quest Builders 2. Wir sind in der letzten Folge in Hammerholm angekommen und haben ein Buhu gehört und diesen Golem da aus einem Sandgefängnis ausgegraben. Der scheint irgendwie immer mächtiger zu werden, wenn man ihm diverse Erze gibt. Momentan will er 1000 Kupfer haben, damit er vollständigen Kupfergolem wird. Momentan hat er nur einen Kupferhelm. Aber dafür kann er mir dann diverse... Also er beschützt wahrscheinlich das Dorf und er kann diverse Wände zerstören, die ich nicht zerstören kann. So, um zu 1000 Kupfer zu kommen, haben wir jetzt die Bar eröffnet, weil das irgendwie die Bergarbeiter motiviert. Aber als nächstes Ziel wird es wohl sein, weitere Bergarbeiter zu finden. Was grinst du denn so? Ist dir eingefallen, wie wir mehr Bergarbeiter anheuern können? Wir können die Glocke des Erbaus fördern, meinst du? Redest du von diesem alten Teil? Wenn du sie läutest, zieht das Leute an und du wirst ein besserer Bauer, was du nicht sagst. Na dann läute mal tüchtig, würde ich sagen. Und es motiviert die Leute, die da sind. So, beim letzten ging es bis Stufe 4, würde ich meinen. Also 3 Upgrades. Und da kommen schon 3. Die Einwohnerzahl der Siedlung von Schöninja ist ein wenig gestiegen. Und, was lerne ich? Schöninja lernt eine Menge neuer Anleitungen. Lebensteinmauer, Kupferwand, Steinstufen, eine Schwingtür, eine Laterne, eine Wandleuchte. Ein paar Sachen davon kennen wir schon. Steintisch, Fasstresen, Steinschämme, Steintopf, Fässer, Töpferware, Ledersack, Glasflaschen und ein Folgenkrug. Was zum heiligen Bausfass war dieses Geräusch? Sowas habe ich ja noch nie gehört. Es hat funktioniert, es hat wirklich funktioniert. Wir haben ein paar Bergarbeiter gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mich das letzte Mal so gefühlt habe. Ich habe dieses unkontrollierbare Bedürfnis, wieder etwas zu erbauen. Schöninja, du Prachtkerl, du hast volle Krüge, Fässer, Glasflaschen erfunden und das ist alles für die Bar. Und das ist noch nicht alles. Es hat auch herausgefunden, wie man Fasstresen und Kupferwände baut. Ich hoffe nur, dass es da unten genug Kupfer für den ganzen Kram gibt. Hey, du bist kaum 5 Minuten hier und da findest du neues Zeug. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dir macht das Spaß. Donnerlädchen, ihr Bau seid schon was ganz Besonderes. Ich habe mich schon lange nicht mehr so hübelig gefühlt. Mindestens seitdem ich mich gestern in dem Ameisenhaufen gesetzt habe. Da du sie angelockt hast, solltest du sie Neuankömmlinge auch begrüßen. Na los, heißt sie ordentlich in Hammerholm willkommen. Tag auch, wir haben diese Glocke läuten gehört und sind rübergekommen, um uns mal anzusehen. Was geht hier vor sich? Schnupper, Schnupper, warum riecht's hier so nach Metall? Du bist ein Erbauer und nicht nur das, du baust die Mine wieder auf und förderst in der Mine? Die Kinder Hagons werden das nicht dulden, das sage ich euch. Die Unterseherin wird davon hören. Hey Leute, Moment mal, Babs, bist du das? Du warst doch ein kleines Girl, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Wie die Zeit vergeht. Ich und Schöninja haben beschlossen, die Mine wieder zu betreiben. Es wäre schön, wenn ihr helfen könntet. Was? Aber das ist Ketzerei in Hagons Augen. Ich werde nie vergessen, wie die Minen plötzlich nichts mehr abwarfen und die Kinder Hagons das Bauen verboten. Für uns gab es hier nichts mehr. Du hast dir die Augen ausgeweint und uns angebettet zu bleiben, aber wir hatten keine Wahl. Wir mussten Fersengeld geben und wenn es unseren Herzen gebrochen hatte. Wir kennen uns zwar schon sehr lange, Babs, aber wir glauben jetzt an den Meister der Zerstörung. Wir mögen die Mine verlassen haben, doch von unserem Glauben können wir nicht abfallen. Aber solange die Kinder Hagons nichts davon mitkriegen, sind wir dabei. Wenn wir ruhig leise graben, schadet das niemandem. 3 weitere Bergarbeiter kommen in die Siedlung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus Golem. Ich brauche ein paar Betten. Als du die Glocke geläutet hast, kamen die Bergarbeiter gelaufen wie Motten vom Licht. Jetzt, wo sie mir an Bord sind, sollten sich unsere Produktivität steigern. Wir haben uns in dir getäuscht. Die Monster haben uns für die Wahrheit blind gemacht. Aber der prachtvolle Klang dieser Glocke hat uns wieder zu Sinnen kommen lassen. Was er eigentlich sagen will, ist, dass wir jetzt genug von den Kindern Hagons haben. Von jetzt an werden wir dir helfen, Dinge zu bauen. Dann ist es beschlossen, eine Sache. Du hast schon so viel für uns getan, Schöninja, aber wir haben gerade erst angefangen. Warum erzählen wir Goldbröckchen nicht von dem Plan? Der arme Kerl denkt, dass er nie wieder zum Goldgolem wird. Denkt er das? Er saß keine Ahnung wie viel 100 Jahre jetzt im Stein fest.
Hallo Babs, hallo Erbauer, ihr habt Weg gefunden, Metall für mich zu finden. Hallöchen Goldbröckchen. Wir müssen dir was Wichtiges sagen, unterbrich mich ruhig, wenn du was auslasse, schönen Jahr. Also, wir glauben, dass wir mehr Metall in der Mine abbauen können, aber zuerst müssen wir die Bergarbeiter motivieren. Deshalb bauen wir eine Bar. Die wird sie buddeln lassen, wie die Maulwürfe, und was sie an Metall finden, bekommst direkt du. Bevor du dich versiehst, hast du deine alten Kräfte wieder. Und wenn das passiert, kommt auch das goldene Zeitalter zurück. Und Kupfer, Silber und Gold werden durch die Tunnel strömen wie glänzende Flüsse. Bab, sehr schlau, sehr hübsch, ich dich sehr mag. Aber Gold sehr tief im Boden, sehr wenig Gold. Zuerst Kupfer brauche, Kupfer wohl im Werde. Du hast ihn gehört schon, Ninja. Wir müssen schürfen. Also müssen wir eine Bar bauen, um die Bergarbeiter zum Schürfen zu motivieren. Denkst du, du kannst einen netten Bauplan für uns auftreiben? Eine Kupferbar. Shonin, das ist genau, die Bar meiner Träume. Die alte Kupferbar. In so einer Bar können wir nach einem harten Arbeitstag entspannen und jeden Morgen frisch und munter in den Minen antanzen. Nicht so schnell, Schipper, du hast leicht drehen, aber du hast den Schaden nicht gesehen, den die Kinder Hagons da unten angerichtet haben. Und die Mine ist schlecht bestellt. Wir haben umfangreiche Reparaturarbeiten vor uns, bevor wir überhaupt daran denken können, mit unseren Spitzhacken spitze Löcher in den Tunnel zu hacken. Ah, großer Zufall, ich bitten muss, umgefallen, gleiche Gefallen wie eure Macht nicht nach, ehrlich. Erster Gefallen, Tunnel reparieren, Minentunnel schwerer Schaden, gefährlich, macht Tunnel sicherer, Bergarbeiter tiefer in Tunnel gehen, mehr Metalle holen. Zweiter Gefallen, schöne Bar bauen, mit schöner Bar Bergarbeiter mehr arbeiten, mehr Metalle holen, mir 1000 Klumpen Kupfer geben, ich Kupfergolem werde. Okay. Also jetzt mal der Reihe nach, wir müssen diese Hütte in den Frischzellenkur verpassen und die Kneipe auf Vordermann bringen. Shonin, du spielst hier die Schlüsselrolle. Und sie soll richtig gut werden mit Spielen und Kellnern und Showhäschen in ihren Kostümen, wie zu alten Zeiten. Wenn wir so eine Nobelbude hätten, in der wir uns nach der Schicht die Zeit vertreiben können, wären wir motiviert, wie nur das. Wenn euch das so wichtig ist, könnte ich ein Showhäschen sein. Holztausend, meinst du das ernst? Du willst ein Showhäschen sein, bist du sicher? Ja, meine Mutter war früher auch ein Schauhäschen. Vielleicht wird Zeit, in ihre Fußstapfen zu treten. Na, wenn das so ist, dann los, Babs. Hol das Häschenkostüm deiner Mutter raus. Muss ich bestimmt bauen. Nee. Wisst ihr, Jungs, ich kenne euch einfach zu gut. Wenn ihr mich jetzt in den Pummel schmeißt, dann glotzt ihr den ganzen Tag nur, während ihr eigentlich arbeiten solltet. Aber wenn die Kneipe wieder steht und alles läuft, dann denke ich nochmal drüber nach. So war dein Schuh draus. Oh, Babs, ich bin der glücklichste Bergarbeiter der Insel. Was sagt ihr Vater dazu? Wenn Kneipe fertig, hübsches Mädchen zu Showhäschen wird, dann schnell Kneipe bauen, Metall abbauen gehen. Ich auch sehen will. Okay. Reiß sie zusammen, Goldbröckchen. Wir haben hier schon genug Holzköpfe. Da musst du nicht auch noch einer werden. Jetzt haben wir was, für das es sich zu leben lohnt. Die alte Kupferbar Donnerlittchen. Ich kann es kaum erwarten, dass die alte Hütte wieder gerammelt voll ist und noch größer und besser als je zuvor. Die Jungs sind genauso Feuer und Flamme wie ich. Schon bald wird das Metall nur so aus den Stollen strömen, weshalb ich dich um einen Gefallen bitten muss. Wie du weißt, schon hier steht ein typischer Bergarbeiter bei Tagesbauanbruch auf und verbringt seinen Tag damit, in der Mine zu schaffen. Abends entspannt er sich in der Bar. Aber bevor wir Dampf ablassen können, kommen wir immer in der Mitte des Städtchens zusammen, um mitzuteilen, was wir ausgegraben haben. Hier kommst du ins Spiel. Ich habe mich schon gefragt, was da in der Mitte hin soll. Wir brauchen einen Ort, an dem wir unsere Ausbeute und den täglichen Bericht abgeben können. Mit anderen Worten, eine Kollektionsstation für die extra Eskavationsdeklaration. Okay, bitte verzeih den Fachjargon. Damals zu Zeiten des Goldraus haben wir uns da drüben versammelt, wo Goldbröckchen jetzt sitzt. Aber wir können die wertvollen Metalle nicht einfach so auf den Boden schmeißen. Oh nein, wir brauchen 3 Truhen, um sie zu lagern. Ganz in den alten Zeiten. Truhen ist jetzt ja erstmal nicht schwer. Was heißt denn diese 34? Achso, 34 für das Dings. Passt gerade so noch hin.
Ich hätte die Truhen selbst nicht besser aufstellen können, schöne Nähe. Die Kollektionsstation sieht genauso aus wie früher. Okay, tolle Station. Jetzt können wir wieder in der Mine arbeiten. Prüfen wir unseren Plan ein letztes Mal. Auf Hacken und Helme. Als Meisterbauer ist es deine Aufgabe, die gesplitterten Balken zu reparieren, den Schutt zu entfernen und die Stollen zu sichern, sobald ein Abschnitt begehbar ist. Bring Buddy die Männer rein, damit du loslegen können. Abends rechnen wir die Tagesbeute zusammen, lesen die Kollektionsdeklaration und übergeben das Kupfer an Goldbrötchen. Natürlich ist es alles andere als leicht, unsere harte Arbeit, die Metalle einfach so abzugeben. Aber sobald Goldbrötchen wieder bei Kräften ist und die Mine voll vergeudet ist, schwimmen wir im Reichtum. Die Deklaration findet jeden Abend statt, sobald die Sonne untergegangen ist. Wir läuten vorher immer eine Glocke, damit jeder mitbekommt. In den Minen verliert man leicht das Zeitgefühl, aber wenn du auf den täglichen Bericht achtest, weißt du, wann es an der Zeit ist, an die Oberfläche zurückzukehren. Okay. Wie wär's mit Betten? Die Zeit drängt schon in dir. Schnapp dir Buddy und Mayroth und dann rein in die Tunnel. Die ganze Unternehmung hängt an dir. Was mich angeht, ich bleibe hier und passe auf die Bude auf, während ihr weg seid. Falls neue Bergarbeiter auftauchen, erkläre ich ihnen die Grundlagen und beaufsichtige sie. Na schön, Schipper, ich mach's. Ich werde alles dafür geben, dass die Bar wieder aufgebaut wird und Babs glücklich ist. Auch wenn ich mich dazu meiner lähmlichen Monstrophobie stellen muss. Erste Sahne, und jetzt wo wir die Rollen verteilt haben, gibt's nur noch eins zu tun. Wir müssen mit unserem Brustmuskulatur für die Sicherheit der Bergarbeiter beten. Zeit für eine Muckimesse. Muckimesse, was ist das denn? Du hast noch nie von Muckimessen gehört? Ich glaube, du wärst echt gut darin, schon in ja eher weniger. Du brauchst ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen, bevor du mitmachen kannst. Komm schon, Mayroth, mach mit. Das macht sogar richtig Spaß. Mache ich es richtig? Na schön, schön, jetzt bist du in der Reihe. Zeit, die kümmerlichen Triebsätze spielen zu lassen. Potztausend, schaut euch nur seine Bizeps an. Ich ernenne dich offiziell zum gestandenen und gesessenen Hammerholmer. Kommt von den ganzen erbauenden Monsterkämpfen. Na, dann werde ich die Jungs mal zu den Flözen führen. Du kannst uns nach unten folgen, wenn du hier oben mit den Vorbereitungen fertig bist. Also dann, ihr müden Waschlappen, reißt euch zusammen und dann zack, 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 ab in die Mine. Schoninja, du gehst zurück in die Mine, oder? Hier, nimm das mit. Ist nicht viel, ich weiß, aber ich hab's extra für dich gemacht, falls du Hunger kriegst. Pilzspieß. Ey, Junge, was hat dir gerade gegeben? Und wo ist meins? Das ist nicht fair. Naja, wenn du nicht mit mir teilen willst, renn du jetzt besser hinter Buddy her, bevor ich dir meine Meinung geige. Oh, und eins noch. Falls du siehst, wie Buddy eine Wand anstiert, versuche er vermutlich nur den Weg durch ihn durchzufinden. Hilf ihm, falls das passiert, ja? Der Kerl ist nicht gerade der Schlauste. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Platz und räumen ein bisschen auf. Weg. Okay. Steine, davon hat man noch nicht so viel. Und hier könnte ich wahrscheinlich dann mal zubauen und irgendwelche Türen reinbauen. So, wo packe ich denn das ganze Zeug rein? Hier kommt jetzt das Zeug aus der Mine rein. Und hier meine Barren. Frage ist, baue ich schon irgendwas? 6 davon. Kupferbarren und Rebschorle. An sich haben wir ja noch Kupfer. Okay. Oh, ein orangener Geist.
Der andere war schon sehr stark. Oh, 33 Damage. Na toll. Dann macht er seinen starken Schlag und dann klappt es nicht mal. Eigentlich möchte ich mich da nicht einmischen. Das war das andere, was ich bekommen habe. Okay. Dann gucke ich hier mal. Die müssten noch irgendwo... Holz? Gibt's kein Holz? Der Marat hat nicht mehr viel Leben, helfen wir ihm mal. Hier wegrennt. Okay. Weg ist er. Da ist er. Und er ist neu, oder was? Das ist ja gemein. Ich schlafe einfach meine Nacht, dann verschwindet er hoffentlich. Viel Platz für weitere Betten ist da aber auch nicht. So, wie viel brauche ich denn? Mehr als 8 geht sowieso nicht, also 5 Betten. Davon habe ich genug, okay. Gott, kuschelig. Ist das ein Fenster oder was ist das? Ein Lehmsteinfenster, okay. Schlafen hat es auf jeden Fall gerade gebracht, um vor dem Vieh zu flüchten. Kleiner Raum. Aber es ist noch kein Schlafquartier. Weil Lichtquellen, glaube ich, fehlen. Holz, Öl habe ich nicht. Oder Kupferbarren. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen länger. So, gucken wir doch mal halt. So, komplett Eisenblöcke in den Ecken, Kupferwände ringsrum, das heißt, den Sand kann ich abbauen. Habe ich nicht sogar noch Rinde, einen Eisenblock, Kupferblöcke aber nicht. Geholfen. Okay. Kann ich schon irgendwas machen? Tür fürs Meister. Zwei Schwingtüren. Da habe ich auch genug. Okay. Thank you.
So, eine Wandleuchte vorne am Eingang. Da fehlt mir aber ein Kupferding. So, Kupferwände sind ringsum auf zwei Ebenen hoch und vorne da, wo die Bretter sind. Okay, das passt. Die Schemel. Und Fässer. Fertigungsfässer brauche ich mehr. Da, normale Fässer in allen Ecken. Da hinten gleich 6. Und gut, dass ich davon so viel habe schon. Das sind die, die ich unterwegs abgebaut habe. Okay, haben wir immerhin schon 45. Fehlen noch Eisenblöcke und Kupferwände. Laternen. Das dauert hier noch ein bisschen. So, dann würde ich sagen... Halt, da wollte ich dran. Halt, das Essen behalte ich natürlich. Die Dings auch, die Lebensmittel. Was ist mit dem? Das ist schon fertig verarbeitet. Aber das brauche ich zum Dingsen, habe ich gesehen. So, Samen muss ich nicht mit mir rumschleppen. Rohzustände, Rohzusachen brauche ich auch nicht mit mir rumschleppen. Dann habe ich aber nicht viel. Das Kupfer ist gleich fertig. Gucken wir uns mal an, was passiert, wenn ich ein Kaktuskotelett koche. So, da steht irgendwas mit neu. Das ist nicht die Siedlung. Achso, das war einfach nur, was zuletzt passiert ist wahrscheinlich. So, 40 Kupfer ist fertig. Jetzt könnte ich ja wahrscheinlich ein bisschen was herstellen. 34 noch. Oh, das kostet aber auch ultra viel. Ich glaube, da macht es keinen Sinn, das jetzt schon zu machen, wenn ich eh noch viel mehr Kupfer brauche. Das heißt, ich packe das erstmal rein. So, was ist hier draus gekommen? Schmackhafter Smoothie. Hier gibt es keine Kiste drin. Soll hier mal eine Kiste rein? Dartscheibe. So, aber das heißt, dann packe ich die erstmal wieder weg. Den nehme ich, glaube ich, mit. Davon habe ich ja theoretisch genug. Ah, okay. Pilz kochen ist dann einfach dieses Pilzspießding. So, für den Anfang würde ich sagen, reicht das hier erstmal. So was wie Türen und Co. können wir eh noch nicht bauen. Nur die Schwingtür. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Break und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss!